Der traditionelle Flohmarkt des Abfallverbands Schwechat fand heuer unter dem Stichwort Wiederverwendung mit dem Motto So gut wie neu am Wirtschaftshof in Schwadorf statt. Wir sitzen heute im Wohnzimmer des Wirtschaftshofes vom AWS mit Bücherecke, sehr bequem, aber leider so ist es nicht immer. Nein, normalerweise stehen hier Mülltonnen und warten darauf, dass sie ausgeführt werden. Aber heute für unseren Flohmarkt haben wir ein Wohnzimmer eingerichtet. An sich aus lauter Möbeln, die im Sperrmüll schon gelandet sind. Und man sitzt sehr bequem, es ist sehr gemütlich. Und soll heute ein bisschen ein Ruhepol, eine Ruheecke für die Gäste sein. Wir veranstalten heuer den 11. Flohmarkt und haben eigentlich die Serie begonnen mit der Wiederverwendung. Flohmarkt ist unser Beitrag zur Wiederverwendung, der jetzt in der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union ja Fuß gefasst hat. Wir weisen natürlich auch immer wieder darauf hin, dass wir unsere Produkte hier dementsprechend in den Recyclingverfahren einsetzen. Aus einer PET-Flasche wird wieder eine PET-Flasche, aus Papier, Altpapier wird wiederum Papier gewonnen. Also ein ständiger Zyklus, wo wir natürlich rohstoffschonend hier unsere weiteren Produkte entstehen lassen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir hier das verstärkt tun. Man muss nicht immer alles wegschmeißen, man kann es recyceln, man kann es aber auch wiederverwerten. Insgesamt muss man sagen, dieser Abfallwirtschaftsverband hat sich überhaupt hervorragend entwickelt. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir wissen, dass in sehr vielen Materialien Wertstoffe drinnen sind, wenn man das trennt und wenn man das herauslöst wieder, dass man wieder verwerten kann. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Ressource in unserer Zeit. Und ich bin sehr froh, dass es diesen Abfallwirtschaftsverband in dieser Form gibt. Dankenswerterweise wird unsere Veranstaltung sehr gut angenommen, sowohl was die Besucher betrifft, als auch die Aussteller. Wir dürfen auch heuer wieder über 70 Aussteller hier begrüßen und das an einem Samstag, der nicht so unbedingt unser obligatorischer Termin ist. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Zugang, dass wir überlegen, was wir mit unseren Produkten machen. Erstens mal schon in der Herstellung, dass sie dann auch leicht wiederverwertet werden können und solche Dinge wie hier, die einfach noch ein zweites oder drittes oder manches Mal auch ein viertes Leben verdienen. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Der AWS ist ja wirklich eine wunderbare Einrichtung und wenn es den nicht schon gäbe, müsste man erfinden. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Bücherkasten, das ist ja neu beim AWS. Ja, so einen Bücherkasten präsentieren wir heute praktisch. Es ist ein offener Bücherkasten, das heißt, Leute können Bücher bringen und können sich Bücher holen. Die dürfen sie dann auch behalten. Die müssen nicht zurückgebracht werden, aber können, wenn die Leute möchten. Und man kann geben und nehmen. Und wir haben schon einige Bücher bekommen zum Starten. Und diese Bücherkästen werden dann an verschiedenen Standorten in unserem Verbandsgebiet aufgestellt werden. Sicher wissen wir schon am Gemeindeamt in Schwadorf, am Abfallsammelzentrum in Schwechat in der Himberger Straße, Abfallsammelzentrum Wiener Herberg wird auch eines bekommen. Und dann auf jeden Fall Himberg und Fischermenz sind auch noch geplant. Da müssen wir nur erst den genauen Standort abklären. Der Flohmarkt hat ja auch noch einen tieferen Sinn. Nicht nur für die Bürger zum günstig Einkaufen, sondern sie bezwecken damit ja noch mehr. Ja, wir bezwecken hier, dass wir hier natürlich auch soziale Maßnahmen in unserer Region fördern. Und ich hoffe, dass hier natürlich aufgrund des Andrangs, merkt man das ja auch hier in der Halle, dass hier die Schnitzeln gut schmecken, dass das Bier gut schmeckt und natürlich die Gewinne, die hier erzielt werden heute an diesem Tag, werden für soziale Einrichtungen in unserer Region gespendet. Auch hier denken wir an die Schwächeren unserer Gesellschaft und werden alle Einnahmen, die hier sind, natürlich traditionellerweise geben wir diese Spenden einem karitativen Zweck zugute und hier werden wir in den nächsten Tagen diese Übergabe auch durchführen.